Wunderschönen guten Morgen zusammen zum Live-Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Das Ganze natürlich mit Dirk Hilger und dem Stereo-Trader. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 8:45 Uhr begrüßen. Ich bin gespannt, wie der Markt sich verhält. Gestern war ja in Amerika auch tatsächlich ein Feiertag, da liefen ja keine Kurse. Ich bin gespannt, was der Dirk draus macht. Und von daher springen wir einmal direkt zum Risikohinweis. Denn Sie kennen es alle, jedes Webinar, vor allem die Live-Tradings, ja, dienen natürlich nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ganz gleich, was der Dirk gleich handeln sollte, Long oder Short oder analysieren sollte. Schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig zu sagen vorweg. So, dann wäre es soweit auch erstmal von mir. Dann würde ich sagen, Dirk, zack, zack. Jetzt kannst du Ja. Vollgas geben. Vollgas. Na, wie immer, du weißt ja, ne, ich bin ja da, Händchen halten und so, ne, im Hintergrund. Ja, genau. Ich wollte auch gerade sagen, so ich lote gleich mal aus, wie du da bist. Weil, warte, ich mache erstmal hier, also Bild sieht man, ne? Mach mal gleich hier eins. Ja, richtiger Broker, Live-Trading, Markteröffnung, alles gut. Gut, richtiger Teilnehmer, gut, könnte passen. So. Dann sage ich an der Stelle zuerst mal auch Hallo, Moin und herzlich willkommen von meiner Seite hier aus Köln zum heutigen Live-Trading zur US-Eröffnung, hätte ich fast gesagt. Nee, ich glaube, die sind so früh nicht an, aber halt hier zur Frankfurter Eröffnung versuchen wir hier wie immer so ein bisschen was aus dem Markt rauszuschneiden. Guck mal, mein Hemd sitzt schon wieder ganz komisch hier. Das passt aber zu meinem gesamten Befinden. Ich habe nämlich irgendwie gestern noch gesagt, ich freue mich echt voll morgen auf das Webinar. Keine Ahnung wieso, einfach so halt, ne? Und aber irgendwie das ganze Wochenende mit irgendwelchem Technikzeug halt irgendwie zugebracht haben. Und das ist dann halt schon mal irgendwie ein bisschen anstrengend, nervig. Und da freut man sich, wenn man was anderes machen kann. Und jetzt habe ich irgendwie, jetzt hänge ich hier wie so ein, ich habe ja gerade schon gesagt, so, ne? Einmal geschreddert und dann vom Bus angefahren oder umgekehrt. So fühlt sich das ungefähr an. Komplett müde. Und deswegen hätte ich nämlich jetzt, wäre meine nächste Frage gewesen, wie bist du denn da? Weil falls ich nämlich hier kurz in Sekundenschlaf verfalle, könntest du ja dann irgendwie auch mal kurz übernehmen und Hey, dann sicher, was sagen. sicher, sicher. Oder du bleibst einfach hier und wir quatschen so ein bisschen, du stellst ein bisschen Fragen, immer wenn du merkst, so jetzt wird er ganz still und die Augen werden klein, dann vielleicht kannst du noch mal irgendwas einwerfen oder so. Fände ich super. Alles klar. Ja, nee, aber du hast ja schon gesagt, ich kann es halt immer nur wiederholen. Ich weiß ja auch, dass immer hier ein Fussel am Computer, macht der denn da? Und ich weiß ja auch, dass immer wieder auch einige Anfänger dabei sind. Ganz wichtig ist immer nicht einfach nachhandeln, ja, auch wenn es in der Regel funktioniert und wir keinen davon abhalten können. Aber das Problem in Anführungszeichen ist immer der Zeitfaktor, weil ich einfach nicht weiß, ob es dann auch gelingt, den Trade oder die Trades oder was auch immer ich dann halt hier starte, wenn ich was starte, ob man die dann auch aufkriegt, also beziehungsweise geschlossen kriegt innerhalb von der Stunde, wo das Webinar stattfindet. Ne? Und deswegen, das ist halt nie unbedingt sicher und auch kann es sein, dass es erstmal halt irgendwie falsch ist und dann nachher dann trotzdem noch aufgeht, was ich gesagt habe. Das hilft aber dann nichts, wenn man einfach nachgehandelt hat. Ne? Das ist eben so der Grund. Was? Frankfurter, lol. Also ja, lange. Was? Frankfurter, das sind lange Würste, ja. Gut. Also Kommentare sind hier immer willkommen. Also wenn ihr irgendwie Input habt, meckern wollt, was Konstruktives sagen wollt, wie auch immer, oder zum Markt oder irgendeine Frage habt, immer gerne her damit. So, ich schalte dann schon mal auf meinen Bildschirm hier. Da bin ich auch nicht mehr ganz so plakativ im Bild. Dann sieht man auch nicht mehr, wie müde ich bin, sondern sieht dann halt eher so ein bisschen den Chart dann auf der anderen Seite. So, ich habe heute mal hier ein bisschen umgeräumt und ich mache nicht den DAX und den Dow nebeneinander. Das vielleicht beim nächsten Mal wird das wieder so sein. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit dem DAX an der Stelle. Und den wir heute vielleicht hauptsächlich dann halt hier handeln. Also vielleicht, weil das kommt immer darauf an, welcher Markt irgendwie gerade so die bessere Ausgangsbasis bietet. Und das spielt gar nicht mal eine Rolle, ob das dann jetzt irgendwie um 9 Uhr der DAX oder der Dow ist. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken. Ich bin zwar tatsächlich schon irgendwie seit, keine Ahnung, 7 Uhr wach oder so. Aber irgendwie, ich komme nicht in die Gänge. Mir hilft auch der ganze Kaffee irgendwie nichts. Genau, also wie gesagt, Fragen immer gerne her damit. Und Florian, ne,
du darfst gerne auch Fragen stellen. Warum nicht, ne? Okay, wenn mir was einfällt, dann hau ich raus. Ja, aber ich habe einmal dem Nelson zugeguckt, wo er ein Webinar gemacht hat bei FXLED. Ich weiß nicht, bist du zu Hause oder sitzt du in der Firma? Ich besitze es in der Firma. Okay, weil dann sitzt du wahrscheinlich nämlich im Besprechungsraum am Tisch, oder? Genau. Wo du deine Ruhe hast, mit einem Laptop und einem Kaffee und schläfst da fast ein. Also so hat es zumindest, also ich will nicht einschlafen, aber es ist ja halt so ein bisschen, ja, ein bisschen einsam sitze da. Deswegen werden wir dich heute mal ein bisschen mitbespaßen hier. Also wie gesagt, Ja. schmeiß irgendwie gerne auch Fragen rein, auch wenn irgendwas hier im Chat ist, darfst du gerne aufgreifen und mir dann halt um die Ohren hauen. So, also, das hier, ich habe also heute, wie gesagt, nur einen Schirm. Und das heißt also hier Handelschart und eben die Analyse, wenn man sie so nennen mag, hier alles in einem Bild und mache jetzt hier einfach mal den Stundenchart erstmal oder fangen wir mal an mit dem Daily erstmal, damit wir sehen, wo wir überhaupt stehen. Also ich habe ja auch einen Blog geschrieben, irgendwie so gestern passiert ist nicht wirklich irgendwas. Und man kann den Tag eigentlich so ein bisschen als Pause bezeichnen. Also wenn man sich halt hier auch mal die Tageskerze da von gestern anguckt, da war halt nicht wirklich irgendwie viel. Ne? Das heißt also nur so ein bisschen hier unten nochmal aufgesetzt auf der 12.596, beziehungsweise wahrscheinlich knapp davor, wenn man sich das ganz genau anguckt. Und dann ansonsten nochmal in den Freitag raufgelaufen, irgendwie da an der Eröffnung, mal kurz angedotzt und dann hier eben über den Schlusskurs drüber gelaufen, also strandet einfach im Freitag. Boah, ich muss mich mal räuspern, es tut mir leid. Moment. Oh, ich hoffe, das geht jetzt irgendwie besser. Das klingt tatsächlich die Nase voll, ne? Aber ist natürlich nicht. So. Da fragt auch gerade jemand, welchen Timeframe die Analysen, also für die große Betrachtung natürlich der Daily, ne, oder halt auch mal zum Monatsende, sogar der Monatschart, weil man muss ja immer so ein bisschen gucken, wo steht man denn in der Großwetterlage, bevor man dann halt irgendwie im Kleinen anfängt zu fischen. Aber jetzt hier unter der Woche erstmal nur der Daily. So, also was sehen wir da jetzt halt auch für heute? Also quasi nicht viel passiert. Das heißt, irgendwo hier an der Öffnung stehen wir immer noch, ist einmal kurz über das gestrige Hoch drüber gelaufen. Ich glaube, hier oben war auch gestern, vielleicht kann da jemand was dazu sagen. Also im H1 sieht man das besser. Aber hier oben war, glaube ich, gestern irgendwie die Xetra-Öffnung und die sind gestern irgendwie auseinandergelaufen. Also ich habe da irgendwo am Rande was mitbekommen, dass die Kurse da an anderer Stelle gewesen sind. Also hat alles seine Richtigkeit mit dem Chart, aber trotzdem gibt es eben auch schon mal die technische Seltenheit, dass eben Xetra und der X-DAX, dass die halt mal ganz kurz auseinander klaffen. Ich glaube, das war gestern der Fall. Und was er über Nacht gemacht hat, das sieht man halt hier jetzt in der Stunde ein bisschen besser. No, hier oben, das müsste so ziemlich genau die Xetra eigentliche Eröffnung gewesen sein. Hier oben war auch die 832 in Rot von meiner Seite. Also die war natürlich gestern schon da und da ist er einmal hingelaufen hier ins Gap und kommt jetzt hier wieder runter. Aber wie gesagt, das würde mich auch mal interessieren. Hat da irgendwie jemand eine Info dazu, also zu der gestrigen Eröffnung? Und weil es da ja so auseinandergeklafft ist, würde mich echt mal interessieren, weil ich das irgendwie so in der Form halt so drastisch auch noch nicht erlebt habe. So, was man aber hier sieht, ist zum Beispiel, also ich bin ja irgendwie mittlerweile ein großer Fan vom SMA 20, um den so ein bisschen als Richtung mit einfließen zu lassen, um halt zu sehen, so in welche Richtung so gerade der gemittelte Trend irgendwie gerade unterwegs ist. Und da macht er eigentlich immer sogar eine ganz gute Figur, weil er halt einfach auch wirklich dann dabei hilft, so ein bisschen halt einzuschätzen, ob was weiter nach Norden oder Süden läuft oder eben halt nicht, ne? Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel im H1, wie gesagt, sind da oben ins Gap gelaufen. Hier oben, das Ding kommt halt hier wieder runter. Wir haben auch hier einen Außenstab im H1 an der Stelle, wenn man den mal hier so einzeichnet. Grün ist sogar die richtige Farbe, ne, wo er jetzt irgendwie gerade drunter gebrochen ist. Hier mit der 7-Uhr-Kerze allerdings, die ist natürlich jetzt nicht so von wahnsinnig viel Volumen geprägt, aber trotzdem haben wir da jetzt mal drunter geschlossen. Also hier, ne, unter diesem langen Ausbruch. Und das heißt, wenn wir jetzt weiter darunter drücken und da jetzt halt vielleicht nochmal drunter schließen, um 9 Uhr, dann könnte das eben dazu führen, dass wir dann relativ zügig dann halt eben auch
nochmal hier hinlaufen auf die 665, beziehungsweise halt hier dieses Cluster hier unten vom Freitag. Müsste der Freitag gewesen sein. Ansonsten starten wir hier oben drin nochmal in dieser Aufwärtsbewegung. Dann würde ich eher tippen, dass wir halt auch nochmal nach oben laufen, vielleicht sogar ein neues Tageshoch machen und dann wieder runterkommen. So, das wäre jetzt halt mal so Pi mal Daumen, was ich für die DAX-Eröffnung so für meine, aus meiner Sichtweise so einschätzen würde. Da schreibt gerade einer, die DAX-Eröffnungsphase war von 9 bis 9.13 Uhr irregulär, denn viele DAX-Aktien eröffneten erst viel später. Okay. Also wie gesagt, ich habe es nur am Rande tatsächlich mitbekommen, kann es aber nicht wirklich erklären. Und von daher natürlich dann schon interessant. So, ich muss hier nur gerade mal irgendwie mal kurz was wegmachen, weil nämlich hier irgendwie ein kleiner Bug drin ist, beziehungsweise Flux und Live-Chart, also der Publisher von meiner Seite, weil ich nutze das Live-Chart ja, um die Sachen zu veröffentlichen, sodass ihr sie in eurem Chart sehen könnt. Und die vertragen sich noch nicht so wirklich. Deswegen muss ich ja gerade mal kurz was entfernen, damit ich halt eben auch den Trend noch sehe. Da sieht man halt auch recht deutlich, ne? Also ich habe hier das Flux drin, das auch hier im Trend gebrochen wurde. Also nicht nur der Außenstab, sondern eben auch der Trend hat hier eigentlich mal auf Short gedreht. Im H1, im DAX. Heißt aber im Zweifelsfalle erstmal noch nicht so viel. Ich würde mich tatsächlich hier dran orientieren, ob er nochmal in dieser Aufwärtsbewegung schließt oder halt eben drunter geht. Es gibt übrigens halt ein recht nettes Setup. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehandelt. Auch gestern übrigens in Trades Only in der Facebook-Gruppe hatte ich auch hier mit drei Trades gepostet. Einer war Long. Und ein Long ist genauso entstanden, wie das hier jetzt vielleicht entstehen könnte, nämlich halt, wenn man so ein Gebilde sieht, wo so ein, also hier so ein langer Außenstab. Ich habe nur so ein bisschen Schmerzen damit wegen der Uhrzeit, ne? Weil der halt ja natürlich über Nacht entstanden ist, dünnes Volumen, von daher weiß ich nicht, ob das jetzt die gleiche Wirkung hat. Aber wenn man so ein Bild sieht, so ein Außenstab, ja, der dann nach unten gebrochen wird und dann schließt die nächste Kerze wieder in der Aufwärtsbewegung, dann hat man sehr, sehr oft eine Reaktion nach oben, die dann auch bis zu dem oberen Ende von dem Außenstab dann eben geht. Und das heißt, würden wir jetzt hier über das 750 schließen, ja, und der Markt drückt nach oben, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir wieder da oben hinlaufen. Ne, kann man sich ja mal irgendwie angucken, wenn man möchte. Also ich habe dazu, wie gesagt, gestern auch nochmal einen Live-Trade gepostet. Ich hatte es nur nicht erwähnt, dass das genau das Setup ist. Ja, dort war es im M15, aber Timeframe spielt da eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Das nur mal so am Rande. Ne? Und man sieht ja hier, er drückt die ganze Zeit wieder rein. Auch wenn wir jetzt hier unter dem SMA 20 stehen, heißt erstmal nichts. Das heißt, er könnte nochmal, wenn der jetzt hier da oben schließt, nochmal darauf rennen. Und von daher sollte man dann auch aufpassen, auf welche Seite man sich stellt und ob man dann dagegen halten will, nur weil der Trend short ist, oder ob man nicht doch erstmal halt die Reise nach oben mitnimmt und dann halt an anderer Stelle dann wieder nach unten dreht. So, jetzt füllt sich auch der Raum hier langsam. Das sehe ich gerade. Und sagt dann auch nochmal Hallo an die, die jetzt erst zum Schluss dazugekommen sind. So, also wir haben noch 2 Minuten. Ich habe hier auf der linken Seite wie immer den ganz kleinen, also den Minutenchart. Und das ist entweder Minute oder 2 Minuten, je nachdem, wie volatil der Markt ist. Hier oben, da in der Mitte, den M5 und dann den M15. Hier unten den H1, den wir gerade gesehen haben und dann auch den Daily, um zu sehen, wo wir denn insgesamt stehen. So, und für mich sieht das wirklich gerade so aus, als würde der Markt gerne nach oben wollen. So, und ist ja, finde ich auch immer ganz wichtig zu sehen, wo will der Markt hin, ne? Nicht wo läuft er hin, sondern wo will er hin. Und dann kann man natürlich auch schon versuchen, da halt irgendwo mitzugehen, auch wenn mir das hier jetzt nicht mit dem SMA 20 hier unten im H1 nicht so wahnsinnig gut gefällt, ja, dass der jetzt irgendwie da drunter steht, aber trotzdem könnte es möglich sein, dass wir da relativ eine relativ schnelle Bewegung nach oben kriegen, vorausgesetzt, er fällt jetzt nicht in den letzten Sekunden nochmal runter. Ne, aber gucken wir uns gleich mal an. Man muss ja nicht gleich den allerersten Impuls mitnehmen, sondern kann ja auch mal irgendwie kurz warten, wobei das hier sieht schon verlockend aus, um jetzt irgendwie auf den Long-Knopf zu drücken. Ja, erstmal runter, das ist eigentlich gut.
So, jetzt war ich schon wieder zu langsam. Ich hätte den hier sofort reingeben können. Ah, gut, vielleicht machen wir das ja einfach. So, das heißt, wenn wir jetzt nochmal nach oben kommen, sind wir erstmal drin. Also erstmal hier kleine Position. Wobei, so klein ist sie jetzt ja auch gar nicht. War vielleicht aber auch falsch, ja. Könnte man auch skalieren. Ich hätte die wirklich ein bisschen kleiner machen können, eigentlich erstmal. Mal gucken, kann man ja ein bisschen rausnehmen, ein bisschen Risiko weg. Aber erstmal drückt er herauf. So, das sieht ja schon gar nicht so doof aus. Den kann man auch eigentlich direkt absichern. Hier mal die Hälfte raus und dann mal gucken, was passiert. Ob wir jetzt einfach ein Stück weit mit drauflaufen. Wie gesagt, das ist nur ein Impuls. Ja, mir ist das jetzt erstmal überhaupt nicht. Und wohin der läuft, das werden wir sehen. Das muss ich auch gar nicht so genau wissen. Hier oben ist das Vortageshoch. Da würde ich den Trail einfach mal reinwerfen. Falls er das macht, weil er drückt sich jetzt hier erstmal durch die Widerstände durch. Da ist eigentlich auch die Chance recht groß, dass wir da jetzt halt irgendwie auch am Stück einmal nach oben drücken und gar nicht hier großartig scheitern. Ne? So, hier sieht man es ja auch im H1, genau. Hier die 785, das wäre auch ungefähr das Vortageshoch. Schon gut möglich, dass wir da jetzt auch so in einem Schritt hinkommen. Und irgendwie dann da oben halt den Trail. Sollte man dann auch aktivieren. So, 785 sind wir jetzt gerade drüber. Vortageshoch. Ich würde den sogar hier runterziehen und hier einwerfen. Ja. Weil das macht jetzt keinen Sinn, da halt irgendwie auf Biegen und Brechen da oben unbedingt die letzten Punkte haben zu wollen. Ja, einfach den Trail hinterher. Wenn er durchdrückt, ist schön. Wenn nicht, dann haben wir hier auf jeden Fall einen netten Long Trail. Ja, also hier der TA-Trail, der sich einfach im Tick dahinter hängt. Sieht man, er läuft jetzt gerade auch schön mit. Hier ist auch ein Hoch, sieht man im M5 an der Stelle. Könnte jetzt auch nochmal geschossen werden, aber ich denke, hier ist jetzt Schluss. Ne? So, das heißt aber nicht, dass man jetzt hier direkt irgendwie Short gehen muss, das ist halt Quatsch. Ne? Sondern das ist jetzt erstmal ja nur den Impuls, den wir haben. Und den verfolge ich hier einfach mit. Aber wo der jetzt dreht, ob der jetzt dreht, das weiß ich ja nicht. Ne? Und deswegen habe ich ja vorhin gemeint, das ist eigentlich super wichtig. Wenn man halt irgendwie auch sieht, was will der Markt, ja, und hängt sich daran, als jetzt irgendwie nur zu analysieren, ab wo, wann, bis wohin und so weiter. Guck mal, wie schön der hier mitläuft auch, ne, der TA-Trail. Ich brauche überhaupt nichts zu machen. Und ich glaube, das sind so Bewegungen, die halt irgendwie auch wenige auf dem Schirm haben, ne, so direkt am Anfang. So, das war doch nett, ne? Guck mal einer an. Hier 2 Minuten, noch nicht mal 3 Minuten um und dann halt hier irgendwie. Gut, die 24 stimmt jetzt nicht ganz, ne, weil ich ja die Hälfte rausgenommen habe, aber das waren dann in der Strecke hier, müssten das über 40 Punkte gewesen sein. Ne? So, wer hat sich getraut? Wer war dabei? Ihr sollt doch nicht nachhandeln, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr es tut und die ganze Geschichte aufgeht. So, Florian, sind wir fertig, oder? War auf jeden Fall schon mal ein solider Start, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Ne? Kann man mal machen. Ja, Also, manchmal. Bitte? gute Resonanz kriegst du ja auf jeden Fall schon mal von Ja. den Teilnehmern. War ja auch Ja, das. solide. Ja, nee, das war. Ja. Kann ja auch mal irgendwie einfach gehen. Ne? Und das hier war halt, ja, wie gesagt, das ist halt einfach, manchmal muss man wirklich gucken, so, was will der Markt eigentlich. Ne? Und was? OnlyFans, ja. Ja, genau. Also schön. Ja, 30 Punkte mitgenommen, 46 Punkte. Ja, das war dann die ganze Strecke. Ne? Weil ich habe ja nur halt, ich habe ein Stück rausgenommen. Ne? Aber ich werde immer so ein bisschen, ich will nicht sagen nervös, aber halt, das ist so ein unnötiger Stressfaktor, wenn die Position zu groß ist im Live-Trading, im Webinar. Nicht im Live-Trading, aber halt im Webinar natürlich. Ne? Da muss man irgendwie so drauf gucken und sehen, oh. Und deswegen habe ich vorhin die Hälfte da gleich rausgenommen bei dem ersten Run nach oben. Ja, aber echt gut. Hier 30, hier eure Feedbacks. 30 Punkte, 46 Punkte, 20 Punkte, 20 Punkte, 43 Punkte und so weiter. Ja, sehr schön. Ja, klar. Ich meine, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, hätte man das jetzt irgendwie mit einer fetten Position gemacht, dann könnte man sich jetzt wieder ins Bett legen. Ne? Und dann wäre es halt auch gut. So, das heißt also jetzt, nachdem
Run hier nach oben. Also das sieht für mich schon so ein bisschen aus, ne, wie ich ja vorhin auch gesagt habe, eventuell gehen wir jetzt einfach nochmal auf diese 832, machen ein kleines neues Hoch. Das wäre dann so die Stelle, zumal er jetzt auch hier wirklich komplett ohne Korrektur unterwegs ist, ne, wo man auch vielleicht sogar sagen könnte, ja, da setze ich mich mal irgendwie short hin und halte mal eine Runde dagegen. Und guck mal, ob wir da wieder ein paar wieder auch runterkommen. Ne? Also das wäre schon irgendwie relativ plausibel, dass das sogar vielleicht aufgeht. Ne? Weil, wie gesagt, man sieht ja hier im M1, ja, geht ja irgendwie gerade nur rauf. So. Aber trotzdem muss ich mal hier den H1 angucken. Der hat tatsächlich den SMA 20 da unten. Ja, aber trotzdem, das kann schon funktionieren. Also selbst wenn wir jetzt hier nach oben laufen, ja, es ist ja keine Einbahnstraße und hier ist jetzt das letzte Hoch. Das kann natürlich sein, dass der da ein paar Punkte drüber geht und dass man dann halt irgendwie auch skalieren muss, den Stop. Das kann sein, ja. Aber typisch wäre eigentlich, dass jetzt hier einmal kurz, ich mache mir hier den H1 ein bisschen runter, einmal kurz nach oben durchsticht, ja, oben wegspiked und dann halt zumindest wieder auf Anfang kommt. Da muss man im Zweifelsfalle schnell sein. Auf der anderen Seite weiß man trotzdem nicht, ob es sich lohnt, jetzt hier so viel Tempo an den Tag zu legen, also so viel Stress jetzt in den Trade, weil oft ist ja so, selbst wenn der jetzt irgendwie so zack, zack, rauf, runter, selbst wenn er das macht, heißt das ja auch nicht, dass es dann halt nach unten weiterläuft, ne? Und beziehungsweise, wenn man den halt shortet, dass es nach unten weiterläuft. Also ich gehe ja mit dem hier davon aus, dass wir nach oben durchspiken und nach oben nicht weiterkommen. So, und dann halt den geknackten Trend. Ach, was habe ich denn jetzt gemacht? Und dann den geknackten Trend dann an der Stelle erstmal nur andeuten. Und nein, was war das denn? Ach, minus ein, nee, 0 Punkte. Okay, so. Also ich mache den Short hier auf jeden Fall mal rein. Das ist für meine Begriffe schon alles richtig so. Das ist schon alles richtig so. So, und hole mir hier nur auch den kurzen Impuls mit, also die 832 hier aus dem Live-Chart, hier zurück aufs Vortageshoch als Beispiel, wäre für mich jetzt ein plausibler Rücklaufpunkt, aber auch den muss man nicht ganz haben. Man kann auch genauso gut sagen, na gut, ne, ich bin jetzt hier erstmal auch nur mit so einer Viertelposition drin. Könnte auch jetzt sagen, gut, dann gehe ich jetzt hier nochmal raus. Ne? Weil es kann natürlich auch sein, dass jetzt hier irgendeiner völlig durchdreht mit seiner Position bei der Eröffnung und dann halt wieder da oben komplett irgendwie, weiß nicht, Kuckuck, wohin laufen. Ne? Also man sieht es ja gerade irgendwie, da hat jemand irgendwie schon den Fuß auf dem Gaspedal. Aber wäre jetzt auch erstmal nicht weiter tragisch. Ne? Herr Frank, ja, 63 Punkte, ich gehe jetzt wieder ins Bett. Ja. Also es war ja die ganze Strecke dann. Ne? Ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, hier die 832. Das wäre schon plausibel, dass das irgendwie nochmal kommt, ja, als kleines neues Hoch. Das heißt aber nicht, dass wir nach oben weiterlaufen. Ne? Wir stehen auch hier mitten im Gap. Könnte jetzt auch bedeuten, ich mache das hier mal, hoppla, falscher Knopf, ich mache das hier mal nochmal groß. Könnte natürlich auch bedeuten, dass wir das Gap jetzt erstmal bis ganz nach oben. Deswegen habe ich den Stop auch mal kurz weggemacht. Also ne, die Position ist nicht voll ausgebaut, ist nur eine kleine. Könnte sein, dass wir halt das Gap jetzt auch ganz nach oben laufen und dann vielleicht sogar hier die nächste Station bei der 862. Gut, das sind dann halt irgendwie 20 Punkte oben drüber mehr. Das wäre auch noch in Ordnung, ja. Und dass wir ab dort dann nochmal hier drauf aufsetzen. So. Aber ich rede hier eigentlich viel zu viel, ne? Ich habe ja vorhin gesagt, man könnte den auch genauso gut hier als Impuls einfach nochmal rausnehmen. Gut, es läuft da erstmal ein bisschen gegen mich, macht aber erstmal nichts. Das war dann eben gerade ein theoretischer Trade. Aber der wird nicht am Stück hier einbahnstraßenmäßig halt bis ins Nirvana laufen, ja. Weil eigentlich ist halt auch so, je weiter so ein Ding dann halt läuft, ja, und umso amtlicher wird dann aber eben auch der Rutsch, der dann halt später hinterherkommt. Das heißt, das kann man dann schon mal aushalten, ne? Weil wir haben ja jetzt hier nicht irgendwie so einen Anstieg mit endlos vielen Korrekturen oder so, ne? Sondern das ist ja wirklich. Guckst du das mal an, M1, rauf, 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 rauf. Das bleibt ja so nicht stehen. Ne? Und also das wäre neu, ja, wenn er das macht. Gut, ich bin ja auch immer dafür, Neues zu lernen, aber was das angeht, dann doch eher nicht so wirklich.
Ja, ne, seit 8:58 Uhr long gewesen, schreibt der Frank. Ja, das hat sich ja eben abgezeichnet. Ich hatte ja auch gesagt, ne, ich bin schon fast dabei, hier auf den Knopf zu drücken und irgendwie das Ding nach oben mitzunehmen. Und war ja dann halt irgendwie ein paar Sekunden später drin. Aber hat ja vom Prinzip absolut funktioniert. 900 bis 910, sagt er, ist ja noch drin. Ja, was habe ich gesagt? 862. Aber nicht in einer Bewegung. Das glaube ich nicht, dass der jetzt hier nochmal irgendwie 60 Punkte ohne Korrektur da weiterrennt. Gut, man weiß es nie, ne? Aber wir schweben hier auch über der Value Area, ne? Also das heißt, auch an die Anfänger nochmal gerichtet, was das ist. Value Area ist nichts anderes als dort, wo 70% des heutigen Volumengehandels gehandelt wurden. Das ist hier so die Grenze. Das heißt, hier oben wird es jetzt einfach auch erstmal dünn, ja? Das heißt, man braucht ja auch, damit der Markt sich bewegt, ja auch genug Verkäufer. Und je dünner es halt hier wird, umso weniger Verkäufer finden sich. Ne? Das heißt, der Kurs würde halt viel zu schnell hochgehen, ne? Weil hier auf der linken Seite sieht man, da ist jetzt erstmal hier nichts mehr in dem oberen Bereich. Der Kurs würde also gemessen an heute, wenn das jetzt halt hier der Fußabdruck quasi ist, halt viel zu schnell nach oben gehen. Das hilft ja auch keinem was, ja, weil es kann sich ja irgendwie keiner was davon kaufen, wenn der Kurs jetzt erstmal hochgeht, sondern wenn halt hier Pakete reinkommen, dann geht es ja darum, halt irgendwie die günstig einzukaufen, ja, und dann irgendwann später wieder teuer zu verkaufen. So, und das heißt, je dünner das Volumen hier oben wird, umso mehr gekauft wird, umso schlechter eigentlich für denjenigen, der halt hier kauft, ne? Und das ist halt das Problem. Und deswegen orientiert der Markt sich dann halt schon eher immer da, wo halt das Volumen halt am dicksten ist, ja, logischerweise, weil dort kann ich halt einfach auch die größten Stückzahlen umsetzen zu einem relativ stabilen Kurs, ne? So, und deswegen tut er sich, das ist auch ein Grund, warum er sich jetzt hier erstmal schwer tut, hier außerhalb der Value Area, ja. Auf der anderen Seite muss man da natürlich aufpassen, weil wenn es dünn wird und schnell nach oben geht, ne, da sollte man auch irgendwie nicht zu eng unterwegs sein. Und weil es ja dann halt, ne, aus genannten Gründen eben der Logik heraus, wie ja auch so ein Preis gebaut wird, dann halt auch eben nicht ohne weiteres funktioniert. Ne? So, das heißt jetzt für mich aber auch, die Position hier, ne, die muss ich jetzt auch nicht unbedingt zumachen. Also, sondern ich suche ja natürlich parallel dann eben auch auf der anderen Seite, was ich vielleicht auch einfach mal länger drin lassen kann bis heute Nachmittag oder wann auch immer. Und ausbauen kann und dann halt eben auch einen größeren Rutsch nochmal mitzubekommen. Weil eins würde ich mal, ich will es nicht sagen, garantieren, also das darf ich ja nicht, ja, aber wir sehen die Eröffnung heute nochmal, ne? Also das heißt hier die 755, ob wir die jetzt sehen, das steht auf einem anderen Blatt, aber bin mir da ziemlich sicher, dass wir die heute nochmal sehen, weil es halt eben hier so nur am Stück raufgeht, ne? Von daher. Deswegen habe ich auch jetzt erstmal da gar keinen Stop drin. Also wir stehen jetzt auch hier, sieht man da gerade, ne, an der Oberseite von dem Gap. Die 862, hoppla, natürlich nicht long. Die 862 wäre dann halt die nächste. Und ich würde halt gucken, dass ich mir jetzt hier so ein Ding zusammenbaue. Und vielleicht ist es ja auch so, ne? Der Frank hat irgendwie, also hier auch ein Teilnehmer gerade gemeint, 910 kann ja sein, ne? Und dass die dann halt auch noch kommen. Aber wie gesagt, je länger der hier gerade ausläuft, umso schöner und umso sicherer wird dann eben aber auch nachher die Rückabwicklung von der ganzen Geschichte. Aber das ist dann natürlich jetzt einer von den Trades, wo ich ja auch am Anfang gesagt habe, bitte nicht einfach nachhandeln, ne? Weil ich weiß nicht, ob wir das in dieser Stunde hinkriegen, dass ich den jetzt nochmal zukriege. Nichtsdestotrotz, der war ja auch schon ordentlich im Plus. Man hätte ihn auch schon mitnehmen können. Nur ist mein Ansatz bei dem Trade jetzt hier einfach ein anderer. Ja, also mein Ansatz ist nicht, ich muss den jetzt hier dicht machen im Webinar, sondern mein Ansatz ist der, ich will mir das Ding zusammenbauen, um den halt im Laufe des Tages dann halt wieder dicht zu machen. Ne? So, deswegen nicht jetzt irgendwie so denken, boah, der Hilger verbilligt hier oder so, ne? Sondern auch für die, die später dazugekommen sind, wir haben ja halt hier irgendwie 46, 43 Punkte direkt in den ersten 2 Minuten nach der Öffnung schon eingetütet. Und von daher ist da absolut alles im grünen Bereich, ne? So. Aber man sieht ja auch trotzdem hier,
Live-Chart, 862, der Markt erkennt das, ne? Oder beziehungsweise die Marken sind schon richtig, ja. Also wenn man halt scalpen will, hätte es jetzt hier auch schon wieder funktioniert. Hätte hier ganz gechillt, jetzt auch schon wieder irgendwie fast 10 Punkte nochmal mitnehmen können, ne? So, aber wie gesagt, mir ist das egal jetzt erstmal, sondern ich will das Ding ausbauen. Ich will halt dann lieber nachher irgendwie einen Kaffee trinken und dann halt eine Stunde später nochmal drauf gucken und dann halt sehen, ob man das Ding, wie wir das Ding dann halt nach unten dann auch wieder zusammenklappen und dann halt eben hier oben die Position passend dazu zurechtbauen. So, kann mal gucken, was habe ich hier in Orange? Was ist das? Das weiß ich nicht mehr. Hat wahrscheinlich erstmal hier keine Bewandtnis mehr, aber das sind dann halt so Hilfslinien, die man sich dann halt schon mal irgendwie hier. Ich lasse mal kurz drin, aber die man sich dann halt irgendwie beim Daytrading so zusammenbaut und dann vergisst wegzumachen. Und aber nicht selten sieht man danach ja so irgendwie, huch, hat er ja doch irgendwie noch funktioniert, beziehungsweise scheint ja doch irgendeine Bedeutung zu haben. Und von daher mache ich die auch eigentlich nicht immer direkt weg. Auch hier sieht man wieder, ah nee, doch nicht. Ich dachte, wäre jetzt hier dran an der 875, aber war ein Punkt vorher, ist er halt gescheitert. So, was man sich jetzt auch mal dann irgendwie angucken kann, ist, was will der H1 denn eigentlich? Ne? So, was ist dessen Aufgabe? Nennen wir es mal so. Also ich würde behaupten, die erste Aufgabe ist überhaupt über der 832. Ist es laut, Florian? Hey, man hört das nur ein bisschen im Hintergrund, Ja. aber ist schon vollkommen in Ja. Ordnung. Ja. Ja. Okay. Tür wurde gerade zugemacht. Okay. Genau, und da wäre halt, sorry, hier war es gerade sehr laut. Also für meine Begriffe geht es jetzt hier darum, dass der überhaupt über der 832 schließt. Und das heißt, da werden wir es jetzt höchstwahrscheinlich dann irgendwie nochmal irgendwie gleich zum Ende der Stunde dann wahrscheinlich auch bewegen in dem Bereich. Und um dann halt rauszufinden, ob er das hinkriegt oder nicht. Was ich am Anfang gesagt habe, ich glaube, wer da aufgepasst hat, der hat sich das auch jetzt irgendwie nochmal ganz genau angeguckt. Dieses Setup, ja, dieses Long Setup oder warum überhaupt der Grund, ja, da long zu gehen am Anfang, der hat sich nämlich gerade absolut bestätigt, ne? Also mit diesem, nenn es mal, zurückgebrochenen Außenstab. Ich habe das so oft gesehen, ja, dass das halt irgendwie dann plötzlich dann raketenmäßig nach oben geht und hier noch ein gutes Stück weiter als eigentlich gedacht, aber das hat funktioniert, würde ich sagen. Ne? Also als Trigger recht ordentlich. Also immer wieder beeindruckend, wie gut das funktioniert. Ist aber halt natürlich sehr, sehr selten dann auch zu finden im Chart. Ne? Also nur noch mal kurz zur Erklärung. Vielleicht für die, die zu spät dazugekommen sind. Also wir haben hier einen Außenstab. Das ist das, was hier markiert ist in Long. Der ist nach unten gebrochen worden durch einen Schlusskurs im H1. Dann ist die nächste Kerze wieder drin, also deswegen halt der Rückbruch quasi, und da habe ich halt gesagt, vor 9 Uhr natürlich, wenn das passiert, in der Regel läuft der nochmal bis ganz rauf, ja, und zwar relativ zügig. Und das hat er eben gemacht, jetzt halt eben auch ein gutes Stück weiter. Und deswegen halt auch mitunter der Long ganz am Anfang, wo ich halt gesagt habe, so eigentlich, ich bin da irgendwie drauf und dran, auf den Knopf zu drücken, habe mir dann auch irgendwie nach ein paar Sekunden den Long ja dann auch eingefangen. Und habe den auch gemacht bis irgendwie hier in dem Bereich, also bis zum Vortageshoch in etwa, ne? Beziehungsweise das war dann die Unterseite vom Gap, also das Stück hier auf jeden Fall drin. Also kann man sich wirklich mal rausgucken. Nee, ich bin Short nicht raus. Ich, wie gesagt, ich nehme den auch nur raus, den Short, wenn der jetzt halt irgendwie, wenn er halt so ein bisschen, wenn er mit Tempo jetzt runterkommen sollte, ne? Also ich könnte ihn jetzt ja hier schon wieder mit Gewinn rausnehmen, ja? Ich will es aber eigentlich tatsächlich nicht machen. Sondern entweder, also meine Vermutung ist einfach, dass wir jetzt entweder sogar zu dieser Stunde, ja, nochmal halt irgendwie deutlich runterkommen. Aber darum geht es nicht, ne? Sondern meine generelle Annahme ist, weil wir hier einen Squeeze stehen haben, ja, ohne Korrektur, dass wir einfach irgendwann demnächst hier wieder auf der Öffnung stehen, also nochmal irgendwie 100 Punkte tiefer.
Ich weiß nur nicht, ob das jetzt zu dieser Stunde der Fall ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass das im Laufe des Tages der Fall ist. Und deswegen lege ich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig viel Wert darauf, den Short hier zu schließen. Kommt er jetzt, wie gesagt, dann halt so schnell runter, sodass man sieht, okay, da wird irgendwas halt irgendwie gerade nur abgestoßen, ja. Und dann würde ich den schon auflösen, also hier vielleicht nochmal am Vortageshoch oder halt eben auch, wenn er zügig auf die 832 kommt. Die kann ich hier mal einzeichnen. Ja, da waren wir ja auch irgendwie schon gerade fast. Also die 832, das ist ja die Kante von vorhin, beziehungsweise das High, was wir gehabt haben über Nacht. Und da stoßen wir schon gleich nochmal drunter und dann geht es halt dann irgendwie darum zu sehen, wie ruppig läuft die ganze Geschichte ab. Ne? Also drücken wir uns da wirklich halt dann mit Schmackes drunter oder halt eben nicht. Ne? Aber die bleibt nicht stehen so. Ne? Also das heißt, das werden wir auf jeden Fall nochmal sehen und ich gehe sogar davon aus, dass wir halt die gesamte Eröffnung nochmal sehen oder den Schlusskurs eben von gestern. Ne? Und deswegen habe ich den jetzt auch nicht zugemacht. Ne? Nicht, weil ich komplett bekloppt bin, das zwar auch. Aber ich wäre eigentlich halt, ich habe auch nichts dagegen, wenn ich mir den hier oben noch ein bisschen ausbauen kann und die Position noch ein bisschen vergrößern kann. Ne? Also so irgendwie bis auf 20 Kontrakte oder so halt. Ne? Also meine normale wäre jetzt halt hier bei der Kontogröße irgendwo bei 10, 15. Aber wenn sich das Ganze irgendwie abzeichnet, dass es Sinn macht, und dann würde ich den auch eine Ecke größer dann eben noch machen. Ne? Und das ist hier dann halt entsprechend gemessen an den 20. Das ist erstmal gerade nur ein Viertel und das kann ich auch stressfrei gegen mich laufen lassen. Und muss jetzt hier auch erstmal nichts machen. Der Grund natürlich, warum die Positionen verteilt an bestimmten Stellen sind, ist, weil ich ja auch nicht weiß, ja, wo der Markt dann überhaupt jetzt da reagieren wird. Keine Ahnung, ja. Und das ist ja erstmal nur eine Vermutung. Und was ich aber halt ja sehe, ist, dass die Stellen, wo ich die Dinger setze, ja vernünftig sind. Ne? Es macht ja nicht irgendwo Sinn, die einfach wild zu verteilen im Markt. Kann man auch, ja. Aber so kann ich die dann halt auch, wenn zum Beispiel der Markt gegen mich läuft, ja, also wenn er einfach nicht drehen will, habe ich aber auf der anderen Seite, wenn die Entries aber an sich dann halt gut waren, ja, weiß ich aber auf der anderen Seite auch oder eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die dann auch immer wieder angelaufen werden, im Einzelnen quasi, und kann dann auch die Position wieder rausnehmen, ne? Ohne dass dann halt irgendwie viel passiert. Und deswegen finde ich das schon immer wichtig, dass man die dann halt eben auch richtig setzt. So, ich bin mal gespannt. Frank hatte vorhin gemeint, was hat er gesagt? 910. Was haben wir denn bei 910? Lass uns mal gucken, ob wir da noch irgendwas Interessantes anderes finden. Vielleicht passt es ja. Der König. Der Morgenit. Manchmal ist irgendwie so ein bisschen anstrengend bei dem MetaTrader, wenn man da irgendwie dagegen rumklickt. Okay. Also, Vortages. Ah, hier ist. Okay, ach daher, ne? Pivotpunkt 912, ja, das könnte schon Sinn machen. Was mir eigentlich auch ganz gut gefällt, ist, dass wir hier ja auch, sieht man im M5, ne, bin ich ja gerade, dass wir hier in dem Bereich dann auch so einen Support hatten, ja. Also man sieht es nicht so gut, weil der so gerade so krass aufskaliert ist, aber ich kann das mal hier, gehe mal ein bisschen weiter rein. Da sieht man halt hier, ne, Widerstand und dann irgendwie hier drunter und dann halt drüber gelaufen und hier in dem Bereich nochmal supportet. Von daher ist die orange Linie, die ich hier habe, auch gar nicht so blöd. Das macht schon Sinn. Und es könnte halt schon so gut sein, dass wir da halt einmal drüber laufen. Und da würde der Pivot tatsächlich gut zu passen und von dort dann auch hier wieder zurückkommen. Ne? Und vielleicht reicht das auch sogar. Man weiß es nicht. Ne? Das heißt, dann würde ich würde mich hier sogar anschließen an dem, was der Frank da gerade geschrieben hat. Nicht, weil es der Frank geschrieben hat, ne, sondern einfach, weil das ein sehr guter Hinweis war, da mal nachzugucken, was da halt los ist. Und dort nochmal irgendwie dann auch nochmal eine Teilposition reinzugeben, weil das wäre halt tatsächlich gut denkbar, dass wir ab dort nochmal eine Reaktion kriegen, die dann halt auch ein bisschen deutlicher ist. Ne. Wie gesagt, nochmal, ich weiß nicht, wer jetzt hier
noch frisch dazugekommen ist oder nicht. Oh, ich habe irgendwie Trockenheit. Der Trade hier muss nicht im Webinar aufgehen. Der andere ist aufgegangen. Das hier ist ein Ding, was ich mir halt für heute zusammenbauen will, um dann halt irgendwie nachher nochmal eine größere Bewegung runterzukriegen. Weil ich glaube nicht, dass der Markt einfach nur am Stück nach oben läuft. Das wäre höchst ungewöhnlich. Und ich gehe eher davon aus, dass wir dann halt nach 10 Uhr, also auch dann nach dem Webinar spätestens, dann auch die Gegenbewegung dann halt auch sehen werden. Und dann wir auch relativ zügig diese Aufwärtsbewegung, die bisher keine Korrektur hatte, von dem bisschen hier mal abgesehen, ja, was wir jetzt hier gerade im M1 sehen, das Mini-Wellchen hier, ja, und alles andere eben nicht. Und das kriegen wir schon nochmal irgendwie korrigiert. Und die Korrektur kann halt eben auch ins Auge gehen. Und deswegen wäre ich da ein Freund davon, ja, da einen größeren Rutsch zu kriegen und den dann auch mitnehmen zu dürfen. No, nur nochmal zum Verständnis. Weil hier eben auch nochmal, gerade nochmal einer gefragt hat, ob ich aus dem Short raus bin. Nein. Ne? Und das ist auch eben der Grund. Weil da einfach eine Nummer größer werden darf. So, ich lasse mal hier oben auch die Position da oben mal drin, die 911. Und aber ich gucke trotzdem mal nochmal genauer hin. Nicht, dass ich mich da in was verrenne, was dann halt nachher irgendwie total dumm ist und ich dann nach dem Webinar sage so, boah, das hätte ich aber echt sehen müssen. Gut, wenn man das natürlich jetzt mal auf den M15 runterbricht, ne, beziehungsweise nur den mal angucken. Das ist halt mehr als seitwärts, ist es nicht. Also auch klar. Weil der kommt da oben irgendwo runter. Ich versuche das mal hier ein bisschen irgendwie einzuzeichnen, um das mal ein bisschen besser auch greifen zu können. Was geben wir denen denn für eine Farbe? Türkis, das ist aber hässlich. Ah, nee, das machen wir nicht. So. Machen wir einfach grau. Bisschen dunkler. Und dann sieht man es auch auf jeden Fall. So, also. Der kommt hier runter und zwar unter dieses Tief hier, was ja dann auch in Gelb eingezeichnet ist. Ne? Also hier, das war ja auch der letzte Support. Ja, hier an der Stelle. Da ist er irgendwie drüber gelaufen. Also hier war das ganze Ding erstmal Widerstand. Ich hoffe, man kann erkennen, was ich hier meine. Ne? Also das hier war der Widerstand. Und dann da drüber gelaufen, beziehungsweise nochmal und dann drüber. Und hier supportet, das war nett, das war halt sauber. Wir machen ab hier ein neues Hoch. Brechen das Ding dann halt auch hier wieder weg. So, und damit ist die ganze Geschichte eigentlich dann auch für meine Begriffe jetzt erstmal seitwärts, ja, weil hier nochmal irgendwie drunter gelaufen ist. Das Ding hat eigentlich keine Bedeutung mehr und das sieht für mich relativ seitwärts aus. So, trotzdem ist diese Bewegung natürlich jetzt schon nicht irrelevant, die wir halt hier haben. Und würde er die ganz ausreizen, dann würden wir natürlich wieder bei über 13.000 stehen, ne? Da habe ich jetzt allerdings nicht wirklich wahnsinnig viel Lust drauf, so, dass er das irgendwie am Stück macht. So, trotzdem muss man damit rechnen, ja. Das heißt, auch wenn ich jetzt sage, dass da unten, ja, den Bereich, den sehen wir nochmal, ja. Ja, glaube ich auch dran, aber ich muss trotzdem schlimmstenfalls damit rechnen, dass wir halt eben auch hier das Ding hier ausreizen, ja. Grün ist natürlich hier die falsche Farbe, so hoffe ich doch. Dass wir die ganze Geschichte ausreizen und dann sind wir nämlich halt Peach Puff, was ist das eigentlich für eine Farbname? Und dann sind wir halt eben über der 13.000. Habe ich, wie gesagt, keine Lust drauf, aber im schlimmsten Fall muss man das eben einkalkulieren. Also das wäre halt zumindest, wenn man jetzt halt hier anfängt, so, wo setze ich denn den Stop hin für den Short? Ja, also wenn man an das Ding glaubt, dann gehört der halt einfach hier oben hin. Ne? So, da beißt keine Maus einen Faden ab. Wie gesagt, das ist eine Geschichte, also hier eigentlich, ne, da so irgendwo in dem Bereich. Wie gesagt, es ist kein Trade, der hier aufgehen muss. Ja? Schön, wenn er es tut, noch bis 10 Uhr. Noch bis 10 Uhr. Er muss es nicht. Ja? Das ist der Unterschied zum ersten Trade. Und nichtsdestotrotz, man wäre auch schon ein paar Mal mit dem Plus rausgekommen. Ne? Direkt am Anfang ist der Trade ins Plus gelaufen. Danach mit der Skalierung ist er nochmal ins Plus gelaufen. Und das ist natürlich Geschmackssache, ne? Aber ich fände es jetzt irgendwie nicht so schlecht,
mir da einen zurecht zu bauen, der eben halt da reinpasst. Gucken wir mal auf den Daily als Beispiel. Vielleicht sieht man ja auch noch mal irgendwo was. War nicht so wirklich, ne? Hier 966 hätte ich hier drin. Das war dieser Widerstand, der auch halt hier nie irgendwie überboten wurde. Ne? Also auch in dem Bereich wäre es sinnvoll, wenn das Ding scheitert. So, und wenn sich hier einmal einen kleineren SMA mitnimmt, an der Stelle aus dem Flux eben der 8, da sieht man das auch, also hier, ne, diese Linie, die zeigt halt auch nach unten. Ne? Also das ist halt auch irgendwie so der kurzfristige Trend, zeigt nach unten, auch ein weiteres Indiz dafür, dass wir da nicht einfach eben oben rauslaufen und dann da oben stehen bleiben. Ne? Von den ganzen fundamentalen Geschichten, davon reden wir erst gar nicht. Ne? Also hier von wegen die ganzen News, was halt eben Gas angeht und so weiter. Also, aber das hat ein Daytrading nichts verloren. Ne? Aber das ist natürlich trotzdem, das ist natürlich dann eine Überlegung, die kann man bei einem Trade, der halt eben so ein bisschen länger läuft, dann natürlich schon mit einbeziehen. Ne? Das hat irgendwo die Antwort, da ja auch nochmal kommen wird. Ne? Also ich glaube, jetzt wird schon im Teufel zugehen, wenn jetzt irgendwie die News rauskommen, ja, so Nord Stream 1 ist doch wieder in Betrieb und Nord Stream 2 geht auch an den Start. Ja, gut, dann adios, dann wird mein Bildschirm hier nicht reichen. Ne? Dann fliegt der Dach, der Kurs zum Dach raus. Ne? Aber glaube ich nicht. Also das Bild sieht einfach nicht danach aus, als würde er sowas halt irgendwie gut finden. So, wir kriegen auch hier gerade schon ein bisschen deutlich Gegenbewegung wieder. Ne? So, vielleicht, das ist das, was ich meinte. Wenn er jetzt, wenn natürlich jetzt sowas kommt, wo der halt irgendwie mit Druck nach unten geht, dann würde ich ihn auflösen. Weil das könnte nämlich dann halt auch, oder zumindest mal halt enger absichern, weil das könnte nämlich dann auch bedeuten, dass der Markt nur Anlauf nimmt, um dann halt wirklich doch ein Stück weit deutlicher nach oben rauszubrechen. Also es ist natürlich immer für, ich glaube, die, die das schon ein paar Jahre machen oder so, ne, für die ist das alles nicht verwunderlich, wie ich hier argumentiere. Aber so ein Anfänger, der neigt dann auch dazu zu sagen, ja, was will er denn jetzt, rauf oder runter? Ne? So, darum geht es aber tatsächlich nicht. Ne? Es geht immer nur darum, also was ich will, darum geht es schon mal gar nicht. Es geht eher darum, halt wach zu bleiben und zu gucken, was will der Markt, ja. Und das Einzige, was ich entscheiden kann, ist, wie gehe ich damit um? Und was sind meine Kriterien? Und vor allen Dingen, wann ist der Punkt erreicht, wo ich meinen Ansatz oder beziehungsweise das, was ich glaubte zu sehen, komplett hinterfragen, überdenken und eventuell auch über Bord werfen muss. Ne? Das ist mein Job. Mein Job ist nicht zu sagen, das und das will ich, also macht der Markt das. Ne? Das geht garantiert nach hinten los. Also das ist teuer. Und von daher ist auch meine Grundhaltung immer die, was weiß denn ich, was der Markt macht? Ja? Also schön, wenn ich es irgendwie gut einschätzen kann und erkennen kann, was man vorhat, aber im Endeffekt muss man halt immer so bescheiden bleiben, ne? Und irgendwie sagen so, pff, wer bin ich denn zu wissen oder glaubend zu dürfen, wird das noch ein deutscher Satz? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ja? So nach dem Motto, wer bin ich denn? Also ich habe nichts zu melden in der ganzen Geschichte und ich finde es immer anmaßend, irgendwie vor allen Dingen dann mit logischen Erklärungen zu kommen und dann halt zu sagen, ja, weil und dann, weil, das ist, oh mein Gott, ja. Nicht gut. Hast zu wenig Kaffee, eindeutig, ja. Fragt der Stefan gerade. Absolut. So. Also ich bin mal gespannt. Wie gesagt, wenn der jetzt irgendwie hier so ratzfatz runterkommt, nochmal aus Vortages tief, dann würde ich den hier auf jeden Fall auch rausnehmen. Dann freue ich mich über die paar Punkte, die hier nochmal dazugekommen sind. Und ansonsten, wie gesagt, bleibt er halt drin. Ne? Also selbst wenn ich den jetzt hier im Verlust auflöse, wäre das Webinar immer noch ein Plus, ja. Also, weil ich bin ja ganz gut da in Vorlage gegangen. Ich würde jetzt mal Folgendes machen, aber ich frage auch trotzdem mal in die Runde, hat jemand den Short da mitgebaut? Würde mich ja doch mal interessieren. Könnt ihr mal kurz hier in die Kommentare schreiben? Ja, Account nicht so. Ja. Du bist bei dem Stich raus, okay. Drin geblieben, ja.
Ja, sind ja dann doch einige, ne? Also wie gesagt, ihr habt aber, ich glaube, die Warnung verstanden, ne? Also das ist nicht dafür gemacht, jetzt hier in diesem Webinar da halt rauszugehen. Ich bin ja gerade schon wieder hier dabei, irgendwie auf den Knopf zu drücken, weil das ging gerade so schön schnell hier hoch. Also hier ist der SMA20 auch im M1. Wir haben hier einen Außenstab. Also jetzt, das wäre natürlich jetzt nochmal ein Scalping-Ansatz, den könnte man aber damit kombinieren. Wir haben hier einen Außenstab im M5, ja, der letzte oben gebrochen. Und egal, ob jetzt da oben der Pivot hängt oder nicht, das Ding ist hier gebrochen, da ist er auch gerade, größer machen, da sieht man, ne, da ist er gerade reingelaufen. Genau dran, hier an den letzten. Und hat hier schön reagiert und läuft da runter. Und da ist auch der SMA20 im M1. Das war gerade ein netter Skype, wäre das gewesen. Oder auch ein Grund, jetzt mal kurz zu sagen, ja, ich baue hier noch eine Position dazu und ziehe die mal mit runter, zumindest bis hier und da einmal drunter stechen. Das werden wir jetzt wohl schon hinkriegen. Und also hier auf die Value Area, die gerade nach oben gewandert ist. Okay, jetzt haben wir hier den Point of Control. Aber einmal hier so kurz drunter stechen und vielleicht hier nochmal auf die 832, wo ich ja vorhin auch schon sagte, da werden wir nochmal hinkommen im Laufe der Stunde, weil. Das ist die Stelle, um die es für meine Begriffe geht. Auf der anderen Seite sind wir jetzt hier an dem Gap. Also das ist ziemlich genau hier, jetzt ja auch hier in Gelb sieht man das eingezeichnet, die 853, nicht, ja doch, die 852, 853. Da ist recht genau das Gap. Ne? Das ist natürlich schon jetzt interessant, aber eben auch das Hoch, was wir da overnight hatten. Ne? Von daher, dass jetzt hier Point of Control ist. Also hier das meiste Volumen gerade irgendwie stattfindet, ist dann jetzt auch nicht weiter verwunderlich. Trotzdem haben wir hier im M5, deswegen hat er gerade so schön einen Satz gemacht, hier ein Scalping-Setup, ne, für ein paar Punkte. Und wenn man den jetzt gemacht hätte, ich war halt nur wieder bisschen langsam, und dann hätte mir hier einfach nochmal 15 Punkte Short ganz schnell eintippen können. Ne? So, aber das kann man ja machen. Fragt der Chris, ist jetzt schon schneller Abverkauf? Nö, nicht wirklich. Ne? Also er müsste jetzt schon hier mit Nachdruck da nochmal irgendwie runter, weil momentan steht es ja nur still. Wenn es zu schnell runter geht, wie hier gerade, ne? Ist das immer so ein bisschen tricky, weil das wird ganz oft dann eben auch als noch genutzt, um dann halt wieder reinzukommen und dann läuft er eben auch schnell wieder hoch. Gleichzeitig ist das aber auch der Grund, warum ich sage, wenn wir einen schnellen Rutsch da runter kriegen, ja, und dann würde ich ja auch rausgehen, weil es eben zu oft so ist, dass das halt eben dann nur genutzt wird, um schnell mal Anlauf zu holen, ja, und dann halt wieder hochzuziehen, weil dann ist die Chance einfach da, dass es halt eine Korrektur dann doch noch wird, und die ganze Geschichte noch deutlich weiter nach oben laufen, ne? So, aber ich lass den jetzt hier mal. Also wir machen die Stunde auch voll, also bis 10 Uhr und da mal gucken halt, was passiert. Ja, also weil da kann schon noch viel irgendwie kommen. Er kann auch genauso gut jetzt noch irgendwie komplett nach unten kippen. Ja, und nur weil er jetzt irgendwie halt am Anfang raufgelaufen ist, heißt das nicht, dass er es bis zum Schluss macht. Und irgendwie so ein minütliches oder fünfminütiges Kaufprogramm scheint auch nicht da zu sein. Weil sonst würden wir das Ding hier gar nicht sehen, ja. Also irgendwas war da halt vorbei um 9:30 Uhr. Und also bis 9:30 Uhr ging es ja wirklich nur hoch. Und aber hier sehen wir eigentlich schon die erste Tendenz dafür, dass der Zug irgendwie gerade ja nicht abgefahren ist, sondern halt eben das Programm sich möglicherweise gerade ändert. Ne? Und dass es halt wahrscheinlich nicht bis zum Ende der Stunde so durchläuft. Und also das werden wir halt sehen, wenn jetzt hier ein bisschen mehr Volumen reinkommen sollte, was nach unten drückt. Und dann kann man vielleicht auch hingehen und dann versuchen, das Ding direkt auszubauen. Aber das muss man mal sehen. Ich würde jetzt erstmal die nächste 15 Minuten Kerze mal abwarten, weil dann haben wir auch eher eine Tendenz dafür, wo die Stunde denn am Ende wirklich enden möchte. So, weil die 832, wie gesagt, das halte ich für ein, ich will jetzt nicht sagen, Elfmeter ohne Tor war, aber irgendwie schon, ja, dass wir jetzt da gleich einmal kurz hindroppen.
Und was auch immer dann halt passiert. Aber das ist schon recht wahrscheinlich, dass das jetzt gleich irgendwie passiert. So, aber dann muss man halt sehen, ob er wirklich dann sich da aufsetzen will und dann halt von hier, ne, also so ein Ding dann halt macht. Ob wir wieder da oben rauslaufen oder aber ob der Markt jetzt hier einfach hinkommt und dann einfach so plopp, ne, direkt auf die andere Etage tiefer geht. Also eins von beiden wird wohl gleich der Fall sein. So, ich würde jetzt mal in den DAO gehen. Gucken wir uns den auch mal noch an. So, was haben wir denn da? Also, auch mal den Daily zuerst. Ja, da sieht man ja halt irgendwie, der ist tatsächlich mit dem Aufwärtsgap hier gestartet, im Daily über dem Gap. Ne? Also, das war ja halt das Gap von, weiß schon gar nicht mehr, von wann das war. Liege ich da? Ja, ne, hier sieht man es ja vom 8., nee, keine Ahnung, irgendwann hier im Juni. Und also Freitag reingestochen, drin geschlossen. Gestern im Gap, hier, im Gap so ein bisschen hin und her bewegt, ne? Und dann heute jetzt mit dem Gap, über dem Gap, meine Güte, gestartet und versucht jetzt irgendwie auch da raufzukommen. So, das ist jetzt erstmal nur das, was da versucht wird. Da wäre natürlich jetzt so irgendwie die nächste plausible Anlaufstelle, sobald es weiter nach oben geht, halt eben die Eröffnung vom Freitag und dann muss man halt mal sehen, was das Ganze werden soll, ob wir nicht dann doch wieder am Freitag ansetzen, wieder hier drin schließen, weiß man halt nicht, ne? Also momentan noch relativ überschaubar. Also was man natürlich deutlich sieht, ist halt hier, dass die 262 da unten, also die Unterseite vom Gap, ne, dass die halt schon deutlich reagiert hat. Also zumindest mal 3 Tage in Folge ging es da nicht mehr drunter. Also muss er erstmal irgendwie wieder hoch, irgendwo Anlauf nehmen, um dann halt nach unten irgendwie überhaupt durchkommen zu können. Ne. So, das sehe ich jetzt hier erstmal im Daily und mehr erstmal gar nicht. So, dann gucken wir mal in den H1 rein. Der sieht auch nicht wirklich viel anders aus als der DAX. Ne? Eigentlich fast identisch. Ne? Hier unten auch irgendwie den SMA 20 da mal halt kurz gekauft. Ist vielleicht ein bisschen klein, aber ich hoffe, man kann es trotzdem erkennen. Den SMA 20 mal irgendwie kurz gekauft da unten und setzt dann nochmal dran an. Hängt hier an genau den gleichen Hochs wie der DAX jetzt irgendwie gerade. Also von daher, der hilft uns da auch gerade nicht viel weiter. Ne? Also auch jetzt hier dem DAO irgendwie eine Prognose zu geben für den ganzen Tag ohne die US-Eröffnung, eher nicht, ne? Wäre ich jetzt wirklich kein Freund davon, also mich da festlegen zu müssen. Von daher ist der jetzt tatsächlich erstmal uninteressant und ich würde mich da halt eher dann halt kurzfristig mit dem Scalping da halt irgendwie bewegen, als da jetzt irgendwie größere Stricken da machen zu wollen. Ne? So, was macht der hier? Hier klebt immer noch da drauf rum. Ja, mein Break-Even ist natürlich Zentrum des Handelsuniversums gerade. Das ist immer so witzig. Ne? Also ich immer denke, irgendwann muss man beim Trading, glaube ich, paranoid werden. Ne? Warum ist jetzt mein Break-Even genau wirklich der Support, aber wirklich punktgenau. Und ich sehe das irgendwie jeden Tag. Und da denke ich doch irgendwie auch mal, das kann doch gar nicht sein. Ne? Also gerade bei Positionen, die man zusammenbaut, es ist unglaublich, ne? Aber es ist leider kein Zufall. Und vor allen Dingen, wir reden nicht über eine Kerze, wir reden jetzt schon über 1, 2, 3, 4, die vierte Kerze, die daran halt irgendwie gescheitert ist. Aber gut. So, also M15 wird fertig. Der will natürlich nicht über den unter den Außenstab, den ich hier auch mal gerade einzeichne. Ein paar Sekunden habe ich noch, um dem Ding die richtige Farbe auch zu geben. Ich mache den auch mal blau. So. Ja, passt natürlich perfekt dazu, ja. Und das heißt dann halt auch, da will der jetzt gar nicht drunter. Ne? So, ist aber auch ein Grund, warum er jetzt einmal drunter gedrückt wird. So, weil er es nicht will. Und damit steht man dann auch genau auf der 832, wo ich ja gerade gesagt habe, das ist eigentlich ein Elfmeter ohne Torwart. Einmal von da nach da.
Und dann muss man ja sehen, was jetzt passiert. Ne? Und für die Ungeduldigen übrigens, man kann wieder im Plus raus. Also aus dem skalierten Trade hier. So, jetzt kommen wir hierher. Schließt halt hier genau drin, auch in dem Außenstab, schön. Das heißt, das könnte jetzt auch einfach eine Geduldsprobe werden. Ja? Also, wie gesagt, ich halte jetzt erstmal an allem dran fest, was ich am Anfang gesagt habe. Gibt es für mich gar keinen Grund, davon abzurücken. Was aber jetzt passieren kann, ist, weil wir halt hier in diesem Außenstab, der jetzt irgendwie geschlossen haben, ist, dass wir jetzt einmal da runterspucken und dann halt wieder in den Außenstab da mal wieder zurücklaufen. So. Und das heißt, dass wir hier einfach eine Range aufbauen, vielleicht auch nochmal ein neues hochkriegen, vielleicht nehmen wir auch noch die 910, die vorhin ja auch mal da waren. Das kann halt dann dauern, ja. So, das würde ich nur halt hier hinzufügen. Also wenn einer nicht die Zeit hat oder die Geduld oder wie auch immer, dann macht sowas nicht, ne? Dann kann ich wirklich nur davon abraten, weil ansonsten macht man irgendwann einen Fehler. Man kommt dann auch solche Ideen wie, ah, ich baue jetzt einfach nur eine hier dazu und dann ist der Gewinn, den ich haben will, auch schneller da. Das ist dann genau der Moment, wo der Markt in genau die andere Richtung läuft. Ne? So, deswegen entweder mit Geduld das Ding hier machen oder raus. Ne? So, die 832 kann man noch warten, die kommt jetzt noch. Und beziehungsweise vielleicht hier unten auch jetzt nochmal, da ist ja auch noch ein Pivot und da ist auch eine dicke Order. Da kann man nochmal stressfrei eigentlich in die Nähe kommen. Ne? So, aber wie gesagt, wer keine Geduld hat, der sollte hier jetzt einfach auflösen. Sind ja nochmal irgendwie in Summe jetzt hier rund 10 Punkte jetzt hier gleich, ne? Und die man dann addieren kann und dann hat man halt eine schöne Stunde mit einem netten Profit und muss sich nicht mehr ärgern. Ne? So, also ich löse nur auf, wenn wir deutlich darunter drücken, beziehungsweise ziehe den Stop nur nach. Wenn er jetzt hier irgendwie auf die Idee kommen sollte, das Ding eine Etage tiefer zu befördern. So, aber grundsätzlich, weshalb ich auch jetzt erstmal da halt völlig entspannt bin, ist, weil für mich ist immer wichtig, dass das, was ich sage, also jetzt in dem Fall im Webinar oder zu mir selbst, dass das eben auch eintrifft und der Markt nicht irgendwas völlig anderes macht. So, hier ist mein Elfmeter ohne Torwart, ne? Der ist versenkt. So, das heißt, also jetzt hier die kurze Bewegung, ne, die ist versenkt, also das hat gepasst. Es hat gepasst, dass wir auf die 832 kommen, hat genauso gepasst. Ja. Das habe ich ja schon irgendwie vor einer halben Stunde gesagt, dass wir da nochmal hinlaufen. Und zwar höchstwahrscheinlich in dieser Stunde. Ja. Und weil das eben das war, wo ich gesagt habe, hey, ich muss mir angucken, was will die Stunde überhaupt, also was ist die Aufgabe in Anführungszeichen von dieser Stunde? Und da habe ich halt gesagt, ja, über der 832 zu schließen und deswegen werden wir da wahrscheinlich auch nochmal hinlaufen. Und genau das passiert jetzt gerade. So, ich wiederhole das aber nicht, ne, um zu sagen, hey, siehste, habe ich doch gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht wirklich nur darum, sich selber immer wieder zu überprüfen, so das, was ich vorhin angenommen habe, passt das, ja? Und wenn da halt aber irgendwie man merkt, so, ey, ich dachte aber eigentlich eher so und dachte eher so und eigentlich macht er jetzt was ganz anderes, dann ist es Zeit rauszugehen, ja? Egal ob ein Plus oder Minus, dann ist es einfach Zeit rauszugehen. Und für mich heißt es jetzt, es ist alles in Ordnung, ja? Und ich kann die Geduld jetzt erstmal aufbringen und kann den erstmal machen lassen, weil erstmal stimmt einfach alles, ja? Von meiner Sichtweise und den Rest. Da muss der Markt jetzt halt dann einfach mitspielen. Wann er das aber macht, ob er das jetzt wirklich in dieser Stunde noch kriegen und nach unten weglaufen oder nicht, das weiß ich nicht. Das werden wir in 10 Minuten wissen. Ja. So. Also, die Geduld mitgebracht haben hier für den Short, die werden ja auch gerade so ein bisschen belohnt. Ne? Das ist natürlich schön. Also, die halt gleiche Idee hatten wie ich. Wir haben ja alle gute Ideen, nicht nur ich. Und jetzt gucken wir mal, was das hier wird. Ne? Sieht schon gar nicht mehr so lang aus, die Stunde. Das sieht schon gar nicht mehr so lang aus. Ja.
Michael schreibt hier, ist leider zu früh raus, ein kleines Minus, ja, ne? Das ist ja auch okay. Also wenn man irgendwie kein gutes Gefühl für den Trade hat oder mit einem Trade, nicht für den Trade, also nicht falsch verstehen, sondern irgendwie so denkt so, ja, oh, ich weiß nicht, dann geht man lieber raus, ja, als auch so, auch wenn es dann irgendwie ein kleines Minus ist, ist doch egal, ja. Und weil man soll sich ja bei dem, was man da macht, ja auch irgendwie schon safe fühlen, ne? Ja, Bernhard fragt hier, Bullenfalle, ja, kann sein, ne? Das weiß man immer, leider immer erst, wenn es aufgegangen ist, ne? Das, aber klar, grundsätzlich, ne, why not? Also, auf jeden Fall, der Gewinn, der hier gerade aufläuft, ist nochmal so hoch wie der vom ersten Trade. Also würde ich jetzt draufdrücken, hätte ich jetzt umgerechnet insgesamt über 80 Punkte im Webinar. Vielleicht mache ich das auch. Ich guck mal. Also erstmal gucken, was er jetzt hier macht, ne? Aber das habe ich halt einfach auch oft gesehen, dass so eine Bewegung dann halt wirklich auf den letzten Drücker dann nochmal komplett abgebaut wird. Ich glaube es noch nicht so ganz, ne? Also ich will da jetzt nicht irgendwie zu vermessen sein und sagen, so, hey, dann macht das ja sowieso. Das ist keine Ahnung, ja. I don't know. So, wenn wir jetzt die Oberseite gesehen haben, dann ist wahrscheinlich jetzt auch die Unterseite wieder vom Gap relevant. Das heißt, also wir stehen dann halt hier wieder irgendwo bei der 800. Oh, gut, das ist ja eh nicht mehr weit. Das sind noch 20 Punkte. Und da wären wir auch bei dem Vortageshoch, wo ich ja hier meinen Trail erstmal aktiviert habe. Ich gucke mal gerade, was bin da eingestellt. Ups. Was habe ich da eingestellt? 7 Punkte. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel. Mal irgendwie. Oder, ja. Ich lasse es erstmal stehen und dann gleich mal. Also 7 Punkte heißt, hier beim TA6, ne, der würde halt immer die Ticks, also 6 Ticks zu einem quasi zusammenrechnen, ne, beziehungsweise ein Average aus, ein Durchschnitt aus 6 Ticks bilden. Und die Trading-Distanz würde sich 7 Punkte davon, von diesem Durchschnitt entfernt, würde der Stop-Loss dann hinterherlaufen. Ne? Und das ist eigentlich, hat man ja vorhin gesehen, auch am Anfang, der läuft dann schon nett mit, der Stop-Loss, und klemmt sich da an den Kurs dran, ohne direkt rausgeschmissen zu werden. Ne? So. So, das Feedback ist echt. Also euer Feedback freut mich natürlich mega, ne? Also ich sehe es ja gerade hier irgendwie alle irgendwie Profit gemacht, sowohl rauf als auch runter. Ja, ne, das ist, hier ist aber halt einfach auch also, so typisch. Also ich mache das hier mal ein bisschen. Ich gehe mal auf den M2, dann sieht man es vielleicht noch mal ein bisschen besser. Einmal hier hochlaufen und dann, jetzt kann man natürlich hingehen, sorry, mache ich jetzt mal kurz, schnapp mir hier mal einfach die Fibos, klebe die auch mal hier dran und siehe da, da ist das halt auch jetzt genau die 61,8, ne? Das passt dann auch wiederum zu dem, was ich da gesagt habe, so wenn es irgendwie darunter drückt, würde ich vielleicht sogar rausgehen, weil dann könnte es auch eine Korrektur sein für den nächsten Run nach oben, ne? Und siehe da, jetzt haben wir genau, habe ich vorher gar nicht gecheckt. Die 61,8 liegt hier fast exakt mit dem Vortageshoch auch wiederum zusammen und könnte jetzt einfach auch genutzt werden, um zu korrigieren und halt eben nochmal dann mit der nächsten Stunde raufzulaufen. Ne? So, das kann natürlich jetzt schon passieren. Also gucken wir jetzt mal, warten wir mal kurz das Ende von der Stunde ab, würde ich sagen. Also nicht wir, ne? Ich warte es ab. Also wenn ihr Short seid und irgendwie raus wollt, geht raus. Ne? Also der muss jetzt auch hier nicht die 61 voll machen, der muss auch nicht das Vortageshoch da voll machen. Der kann auch genauso gut hier an der 832 stehen bleiben, wo ich ja gemeint habe, irgendwie so, ne? Darum wird es am Ende der Stunde gehen. Und er kann dann natürlich auch einfach hier drüber schließen. Ja? Und dann ist natürlich doof, wenn man irgendwie aus 30 Punkten, die man jetzt hier hat, dann plötzlich nur noch irgendwie null übrig hat. Ne? Aber wie gesagt,
Mir persönlich geht es jetzt bei diesem Trade nicht darum, den hier im Webinar unbedingt dicht zu machen, könnte ich jetzt draufdrücken, sondern zu so sehen, kann man daraus irgendwas Größeres machen. Und nochmal bis ganz, boah, was ist denn heute hier los? Bis ganz runterkommen oder nicht, ne? Weiß ich nicht. So, wir haben noch irgendwie 5 Minuten. Ja, man sieht, er drückt auch wieder hier oben rauf in Richtung von der 832. Das ist schon in Ordnung. So, der klebt über dem SMA 20. Das wäre auch schon wieder so ein Grund, wenn er da jetzt versucht runterzukommen, da sich nochmal abzustützen. Ja, also wenn der jetzt nicht mit Speed und Bums da runterdrückt, dann sollte man hier das Ding, glaube ich, schon irgendwie mal eine Runde verkleinern. Ja, sieht schon so ein bisschen danach aus, ne? Weil dass die Stunde jetzt noch irgendwie da nochmal halt ganz runterkommt oder hier das, auf das VAL 785, die Chance schwindet gerade so ein bisschen, ne? So. Aber gucken wir mal. Also das wäre dann halt so jetzt die Maximalstelle quasi, wo es jetzt am Stück irgendwie noch runterdrücken könnte, aber ja. Steffen, bist noch da? Meinst du jetzt mich? Ah, jetzt. Ach, Florian, sorry. Bisschen zu viel mit Steffen telefoniert die letzten Tage. das kann natürlich sein. Alles gut. Sorry. Ja. Ja, weil wir sind jetzt dann auch hier gleich durch. Ich gucke mir jetzt, du hast ja vielleicht auch, wenn du zwischendurch mal wach warst, mal kurz mitgehört und was ich vorhabe, hier die Stunde abzuwarten und dann halt irgendwie anhand der dann zu entscheiden, was man mit dem Ding jetzt weitermacht. Außer er knattert jetzt runter und dann würde ich tatsächlich irgendwie den Schwung kurz mitnehmen und dann halt den Trade dann auch schließen an der Stelle. So, ich hätte ja auch gesagt, wir machen irgendwie bis 10 Uhr, machen wir die Stunde, machen wir schon noch voll. Und dann eben auch zu sehen, ob man daraus noch irgendwas ableiten kann, was man jetzt den Rest des Tages mit dem DAX da halt irgendwie anfängt. So, also ja, hier das Feedback ist, sollte ich mir einrahmen, wirklich. So, 25 Punkte plus. Danke für den Short, danke für 35 Punkte. 1% auf dem Konto. 33 Punkte, ja, mega. Sehr, 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 sehr schön. Das freut mich. Und den Steffen auch, ne? Den Steffen mag es auch freuen und mich freut es natürlich auch. Den musste ich jetzt einfach bringen. Also, Ja, ich habe schon gemerkt, dass du es gesagt hast. der musste jetzt einfach sein. So, komm, also. Die 2 Minuten, die können wir jetzt hier noch irgendwie zusammenschweigen. Das ist schon noch okay. Und wenn ich da jetzt nicht mit großen, ja, 45 Punkte, krass, hier ist heute richtig Geld verdient worden. Das ist richtig gut. Nochmal Das 42 Punkte. sieht gut aus, auf jeden Fall. Hat mein Ja. Händchen halt noch was gebracht heute. Die Ja, auf jeden mentale Fall. Unterstützung, weißt du ja, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich finde es immer so lustig auch, ne? Wenn man irgendwie, wie wir vorhin auch gesagt, ich bin so müde und ich brauche irgendwie hier ist eine Nicht-Einschlafhilfe. Und das sind dann echt oft so auch die Tage, die dann irgendwie echt gut laufen. Das ist Du cool. solltest Zwei. einfach vor den nächsten Live-Tradings ganz wenig schlafen, damit du richtig müde Ja. bist, weil dann läuft. Ja. 62 Punkte kommt hier. 42,5. 45 Punkte. Ja, nice. So, 40 Sekunden haben wir noch. Schließt unter 832, wie es jetzt erstmal aussieht. Das würde tatsächlich eher bedeuten, dass wir, aber greifen wir jetzt mal nicht vor, er hat ja noch 25 Sekunden. Ne? Ich habe ja gesagt, er kann natürlich jetzt auch noch ganz blöd darauf laufen und dann halt irgendwie über der 832 schließen und dann hat man 30 Punkte plus in 0 verwandelt, ganz schnell. Ne?
So, aber ich warte jetzt trotzdem mal ab. Das ist okay für mich. Aber tendenziell, so, die Stunde ist um. Also, wir haben einen Schlusskurs unter in dem alten High. Das könnte jetzt dazu führen, dass er nochmal versucht, irgendwie da oben nochmal dran zu laufen und dann halt eben auch hier relativ zügig ganz runterzieht auf die 7, 8, 5. Was heißt, ganz runter wäre es ja nicht, sondern von da, dass wir tatsächlich dann womöglich auch diese Bewegung nochmal kriegen. Von hier nach da. Ne? Also die 744. Und damit also unter die Eröffnung. Ne? Weil die Annahme ist halt die, warum soll er halt irgendwie an der Eröffnung scheitern, wenn es von der Eröffnung ja auch nicht gereicht hat, um irgendwie da oben rauszukommen. So. Und das heißt, selbst wenn der Markt short geht, selbst wenn der Markt long gehen will, müsste er eigentlich von da auch eher drunter ziehen. Unter diese Lows, womöglich sogar noch ein Stück tiefer, um dann auf der Oberseite entsprechend Erfolg haben zu können. Ne? So, das ist so die Annahme. Und auch wenn er jetzt irgendwie halt nicht ganz darunter kommt, aber 785, also zumindest hier ein bisschen Anlauf nehmen, wird wohl schon drin sein. Und dann kann man sich halt überlegen, immer noch überlegen, was mache ich mit der Position? Deswegen lasse ich die jetzt erstmal drin, nach wie vor unverändert, weil er müsste eigentlich eine Etage tiefer ansetzen. Selbst wenn wir hier nochmal hinlaufen an die 832, ist egal, der müsste eigentlich hier runterkommen. Und dann haben wir hier als relevanten Punkt auf den Tag betrachtet, haben wir dann halt hier den Kassaschluss von gestern, ne? Der dann hier auch schon direkt bei der 766 liegt. So, 785 hatte ich gesagt, ne, das müsste eigentlich relativ einfach jetzt gehen. Also in dem Bereich, also einmal unter das Vortageshoch, würde für meine Begriffe absolut Sinn machen. Und dann kann das von mir aus ab dort auch nochmal versuchen. Aber entweder hier, ich kann ein bisschen deutlicher einzeichnen, also entweder hier so die Abteilung. Oder die Abteilung. Ne? Das sind für mich jetzt so die zwei nächsten relevanten, aber auf jeden Fall unter diese Lows drunter. Also auf jeden Fall. Ne? Wir reden hier über Börse, da gibt es keinen auf jeden Fall, aber sehr, sehr wahrscheinlich ausgehend von dem, was wir da halt eben haben. Gut, soll ich jetzt, um das abzurunden, den Trade kurz zumachen? Was meint ihr? Ich würde fast sagen, ja. Ne? Dann haben wir hier so einfach mal einen kurzen, einen schönen Abschluss. Und was ich dann nachher draus mache, das kann ich ja dann mit mir alleine ausmachen. So, aber gucken, dass wir jetzt hier den kurzen Springer da halt noch kriegen dahin. Einmal kurz durchstechen bis um 5 nach und dann wäre es halt zu. Ja, siehst, da geht schon los. Ja, ein bisschen mehr noch. Ja, versucht's ja. Und mal gucken, vielleicht kriegen wir hier den Trail auch noch kurz irgendwie angeworfen und dann hätten wir zumindest einen schönen runden Abschluss hier von der ganzen Geschichte. Wenn nicht, würde ich jetzt dann halt so draufdrücken. Wie gesagt, also ich bin immer noch der Meinung, man kann das Ding halt heute wesentlich tiefer begleiten. Aber wenn wir jetzt hier sauber rauskommen und nicht nur irgendwie mit 3 Punkte plus, dann kann ich den natürlich jetzt auch hier erstmal dicht machen. Ne? Aber ein bisschen was fehlt noch. Gut. Komm, lassen wir das. Also, gut. Dann erstmal auch dicht an der Stelle mit nochmal irgendwie 30 Punkten oder wie viel das dann halt waren, 59. Ja, okay, können wir machen. Und dann sind es insgesamt irgendwie, ja, ziemlich genau 100 Punkte. Ne? Gut, also, ich bedanke mich bei Markt und natürlich vor allen Dingen bei euch, dass ihr hier so lange dabei geblieben seid. Und vor allen Dingen freue ich mich echt mega, dass hier so viel mitgenommen wurde rauf. Also einmal halt die Long-Abteilung am Anfang und natürlich jetzt auch noch mal am Schluss. Und dass da einige wirklich halt gut abgeräumt haben. Das freut mich natürlich am allermeisten. Und natürlich auch, dass der Steffen nicht eingeschlafen ist. Der Florian, nein, komm, es ist mal gut, gut mit dem Spaß. Nein, bitte, nimm's mir nicht übel. Ach, Ich alles habe ich gut, alles trinke, gut. nächstes Mal trinke ich einfach einen Kaffee mehr und dann klappt das auch. Nein. Ja. Und natürlich auch an dich für deine Geduld. Und wann sehen wir uns wieder? Ich glaube, in 2 Wochen erst, ne? An den Nee, Helpdesk. Montag. Montag ist Helpdesk.
Und Ja, da kann ich genau, ne? direkt mal an die Teilnehmer, die jetzt noch da sind, schon vorab mal sagen, schicken Sie uns gerne die Fragen vorab auch. Ja, dann können wir die aufbereiten und dann können wir am Montag den Dirk ein bisschen mit Fragen zum Stereo-Trader löchern. Der ist schon ready, der Genau. Dirk. Machen wir. Alright, also, du hast das letzte Wort. Ich bedanke mich und sage Adios. Bis zum nächsten Mal. Okay, ich danke dir, Dirk. Super Webinar. 100 Punkte Rallye haben wir hinter uns. Teilnehmer, super Resonanz. Ich danke Ihnen auf jeden Fall auch dafür, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, dass es was gebracht hat, ja, weil dafür machen wir das Ganze ja. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns mit dem Dirk am Montag wieder, 18 Uhr, zum Helpdesk. Bis dahin. Ciao, ciao. No!